Nutzen wir nun Arrays dazu, um mehrere Footerpunkte im Sketchfenster zu zeichnen. Wir legen erst einmal eine Variable numField x an. In der speichern wir die Anzahl der einzelnen Felder im Spielfeld, hier also 28. Dann legen wir ein Int-Array an und benennen es mit Field. Dieses Array kann nun 28 Werte speichern. Das sehen wir hier, wir übergeben hier numfeld x und das ist ja 28. In einer Schleife, hier, können wir jetzt jedes einzelne Element des Arrays mit Hilfe seines Index der Reihe nach ansprechen. Da der Index mit 0 anfängt, initialisieren wir unsere Zählervariable auch mit 0. Nach jedem Schleifendurchlauf wird die Zählervariable um 1 erhöht, das passiert hier, so lange, bis wir das letzte Element erreicht haben. Das machen wir mit field.length. Die Schleife ist beim letzten Element im Array angekommen, sobald die Bedingung i kleiner field.length, Sie sehen sie hier, nicht mehr zutrifft. Denn mit field.length erhalten wir die Größe bzw. die Länge des Arrays. Field.length ist immer um 1 höher als der Index des letzten Elements im Array. Somit müssen wir uns die genaue Länge des Arrays gar nicht merken und können immer bequem über field.length die Länge abfragen. Im Schleifenrumpf, das ist hier, weisen wir nun dem jeweils aktuellen Element des Arrays den Wert 1 zu. Mit diesem Wert, also 1, wollen wir später ausdrücken, dass dieses Feld einen Footerpunkt hat. Sie können hier aber jede beliebige andere Zahl nehmen. Wichtig ist nur, dass Sie wissen, was der Wert für Sie repräsentieren soll. In einer zweiten Schleife, also hier diese Vorschleife, können wir jetzt abfragen, ob das ith Feld einen Punkt besitzt. Das machen wir mit der Abfrage if field an Index i ist 1 und zeichnen einen Punkt, falls das der Fall ist. Die x-Position errechnen wir durch den Abstand zwischen den Punkten. Wie man sieht, werden hier schön Footerpunkte gezeichnet. Allerdings fehlt ein Punkt, nämlich hier. Wir erinnern uns, dass der Wert 1 in einem Array-Element einen Footerpunkt repräsentiert. Das bedeutet aber, dass jetzt ein Element im Array offensichtlich einen anderen Wert haben muss. Das sehen wir hier. Hier wurde field am Index 5 der Wert 0 zugewiesen. Damit simulieren wir, dass ein Punkt bereits gegessen wurde. Dieser Punkt wird dann korrekterweise eben nicht mehr angezeigt. Löschen wir diese Zeile und starten das Programm noch einmal. Dann sehen wir, dass alle Punkte schön angezeigt werden. Mit einer Schleife alleine ohne Array wäre dieses Resultat ohne viel Aufwand nicht so möglich. Arrays können wir jetzt aber nicht nur für grafische Aufgaben einsetzen, wie eben beim Pac-Man-Spiel. Mit Hilfe von Arrays können wir auch das Max-Beispiel verändern. Um das maximale Alter zu finden, mussten wir ja bisher für jede Person der Reihe nach das Alter erfragen und mit dem bisher maximalen Alter vergleichen. Eine andere Möglichkeit, das heißt ein anderer Algorithmus, wäre es jetzt, dass wir zuerst das Alter von jeder Person erfragen, in einer Liste abspeichern und erst dann im zweiten Schritt das Maximum daraus berechnen. Um das Alter aller Personen zu speichern, verwenden wir jetzt ein Array. Wir nennen es zum Beispiel Ages, also int, dann die eckigen Klammern für das Array, Ages. Und wir initialisieren das gleich mit ein paar Beispielswerten, nehmen wir zum Beispiel 19, 25, 20, 38 und 57. So haben wir eine Gruppe von 5 Personen. Dann brauchen wir wieder eine Variable, in der wir das maximale Alter speichern. Wir nennen sie zum Beispiel max, int max. Und die initialisieren wir gleich mit dem Alter der ersten Person, also dem ersten Element im Array. Das ist ja ages am Index 0. In einer Schleife gehen wir dann Element für Element in Ages durch und überprüfen, ob das bisher maximal gespeicherte Alter kleiner ist als das aktuelle.
Dazu rufen wir in jedem Schleifendurchlauf, also für jedes Element im Array Ages, die Funktion Maximum auf und übergeben das bisher maximale Alter und den Wert des aktuellen Elements im Array. Machen wir das mal mit max ist gleich Maximum von max Ages von i, das ist ja das aktuelle Element. Wenn der jeweils aktuelle Wert größer als max ist, dann weisen wir ihn max zu. Dies erfolgt mit der Anweisung return b. Ansonsten wird mit return a das bisherige Maximum zurückgegeben. Den Rückgabewert weisen wir eben dann wieder der Variable max zu. Das passiert hier. Wenn alle Elemente des Arrays Ages mit der Schleife überprüft und verglichen wurden, hat die Variable max nun den größten Wert aus der Liste. Starten wir jetzt das Programm und überprüfen das. Wir geben hier jetzt noch nach der Vorschleife das Maximum aus. Starten wir nun das Programm und überprüfen wir das. Und wir sehen hier in der Konsole, tatsächlich wird der größte Wert im Array ausgegeben. Das war ja 57. Statt nach der ältesten Person zu suchen, kann man in der Liste aber auch andere statistisch interessante Informationen berechnen. Zum Beispiel, ob es mindestens eine Person gibt, die genau 50 Jahre alt ist. Oder wie viele Menschen älter oder jünger sind als 30. Oder welches Alter am häufigsten ist. Um herauszufinden, ob jemand in der Liste ist, der genau 50 ist, verwenden wir nun eine Funktion mit dem Rückgabetyp Boolean. Wir nennen diese Funktion hasAge. Schreiben wir also Boolean hasAge. Dieser Funktion geben wir nun als Parameter ein Array mit, welches die gesamten Altersangaben beinhaltet und einen Int-Wert für das gesuchte Alter. Also hier haben wir das Array Int all ages. Hier speichern wir alle Altersangaben und Int age beinhaltet unseren gewünschten Alterswert. Innerhalb der Schleife gehen wir jetzt wieder alle Elemente im Array durch und fragen ab, ob das aktuelle Element den Wert 50 hat. Wir machen das mit einer Vorschleife. For int i ist 0. Wir starten also bei Index 0. Gehen alle Elemente des Arrays durch. Und hier fragen wir ab, ob der aktuelle Wert, also am Index i, genau dem Wert von age ist. Falls das zutrifft, geben wir true zurück. Und falls am Ende dieser Vorschleife keine Person gefunden wurde, eben für die das zutrifft, geben wir false zurück. In Setup rufen wir nun die Funktion auf und übergeben gleich das gesamte Array, also Ages, als Parameter und 50 als unser gesuchtes Alter. HasAge, Ages, das ist ja unser Array im Beispiel, und 50 als das gesuchte Alter. Und das geben wir jetzt auch gleich aus. println und hier noch die Klammer zu und den Strichpunkt. Und Sie sehen also, es können auch in Funktionen ganz einfach ganze Arrays übergeben werden. Starten wir das nun. Dann gibt uns Processing aus, dass es false. Denn wir haben ja in unserem Array keine Person, die genau den Alterswert 50 hat. Stoppen wir das Programm und fügen nun einfach eine Person hinzu, die 50 Jahre alt ist und starten das Programm erneut. Dann sehen wir, dass Processing true zurückgibt, also es hat eine Person das Alter von 50 Jahren.